Hey, da seid ihr ja wieder, ihr kleinen, tollen Zuschauerleins. Ja, auch wenn ihr nicht viele seid, ich mag euch trotzdem. Oh, nein, das kann doch nicht wahr sein. Hallo Nitro Corgi. Siehst du diesen Hund hier? Ah, mein Gott, Entschuldigung. Ich habe ihn gefunden, als er gerade draußen vor dem Tor deiner Farm gesessen hat. Ich glaube, er ist ein Streuner, das arme Ding. Es scheint ihm hier zu gefallen. Denkst du nicht, dass dieser Hund hier auf dieser Farm zu Hause sein könnte? Oder denkst du, dass diese Farm einen guten Hund gebrauchen könnte? Willst du diesen Hund adoptieren? Nee. Ja! Ah, ja. Yogi? Nein. Wir nehmen. Wir nennen diesen Hund. Nein, wir nennen ihn nicht Corgi. Das ist für dich. Das ist für dich. Nun, David, sei ein guter Junge, okay? Ja, ist er ein guter Junge? Ah, ich habe einen Hund. Ja. Ich habe mich schon gefragt, wann ich endlich mal einen Hund bekommen würde, weil ich habe ja bei der Charaktererstellung festlegen müssen, ob ich Katzen oder Hunde präferiere. Ich habe mich schon gefragt, wann das endlich kommt mit dem Hund. Oh, ist das cool, wir haben einen Hund. Kann der Hund auch irgendwas machen? Na, nicht sagen, finden wir es heraus. Schreib's in die Kommentare, los. Erstmal gießen. Bin ich aufgeregt. Ja. Oh ja. Ich weiß gar nicht mehr, was wir hier angepflanzt haben. Das sind, glaube ich, Tulpen hier rechts und das sind durch Kartoffeln, richtig. Das ist geil, wir haben einen Hund. Leute, wir haben einen Hund. Wo ist er? Hier ist sein Napf. Kann man das mit Wasser füllen? Oh, man kann es mit Wasser füllen. Oh, ist das Spiel toll. Aber Leute, ich brauche irgendwie Kohle. Also Holz, also irgendwie Kohle zum Schmelzen. Um meine Bronzebarren, Kupferbarren zu schmelzen. Und ich muss auch noch in die Mine gehen. Und ich muss auch noch in die Abenteurergilde, da können wir jetzt reingehen. Das können wir. Hallo? Oh, Lauch. Plus 40 Energie. Was? Noch eine Sequenz? Wow. Heute haben wir es aber. Oh, hallo. Was für ein Dorn im Auge. Was für ein Schandfleck. Das ist das Community Center, das Gemeinschaftszentrum von Pelican Town. Oder was von ihm übrig ist. Es war einmal der Stolz und die Freude dieser Stadt. Immer voll mit Aktivitäten gefüllt. Jetzt, siehst dir an, es ist eine Schande. Heutzutage sitzen die Jugendlichen lieber vor dem TV, vor dem Fernseher, als sich mit der Gesellschaft zu engagieren. Aber hör mir zu, ich klinge vielleicht wie ein alter Knacker. Die Joja Corporation hat mich gebeten, ihnen dieses Haus zu verkaufen, oder dieses Grundstück zu verkaufen, damit sie daraus ein Lagerhaus bauen können. Pelican Town könnte das Geld gebrauchen, aber irgendwas hält mich davon ab, es zu verkaufen. Ich denke mal, solche Oldtimer wie ich binden sich zu diesen alten Ruinen der Vergangenheit. Ach, naja. Wenn irgendjemand anderes eine Joja-Mitgliedschaft kauft, werde ich dieses Haus einfach verkaufen.
Lass uns reingehen. Ja, gehen wir rein. The Last of Us. Was ist das? Ich schätze mal, Vincent und Jas müssen hier drin gespielt haben. Dieser Ort ist noch mehr zerstört, als ich es in Erinnerung hatte. Was ist das denn? Was? Was ist los? Bist du krank? Du hast was gesehen, hm? Mich würde es nicht wundern, wenn dieser Ort hier voller Ratten wäre. Du machst mir Sorgen, Nitro-Corgi. Hör mal, ich denke mal, ich werde nach Hause gehen. Ich brauche was zum Essen. Ich werde diesen Ort hier offen lassen. Vielleicht kannst du ja diese Ratte fangen, wenn du etwas Zeit hast. Die Ratte, die er gesehen hat, das war aber ein Geist, ich schwöre. Merkwürdig. Ich muss nochmal zurückkehren und dieses Gebäude genauer erforschen. Geheimnisvoll. Wow. Gerade mal 5 Minuten oder so dieses Spiel gestartet. Und schon kriegt man hier so viele Sachen an den Kopf geknallt. Es ist unglaublich. Man kriegt so viele Sachen zu tun. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ich wollte jetzt in die Abenteurergilde gehen, richtig? Ah, hier. Das Gemeinschaftszentrum erforschen haben wir jetzt als neue Quest bekommen. Ja, das werden wir machen. Nachdem wir in der Abenteurergilde waren. Wo ist denn immer die Musik hin? Es ist verschlossen. 2 Uhr nachmittags bis 10 Uhr nachmittags. Okay. Gut, dann eben nicht. Ich verliere. Ich finde die Mine so interessant. Tut mir leid. Einfach, dass man hier so viel Kupfer kriegt. Das ist echt gut. Und eventuell auch Kohle, die wir ja dringend benötigen. Kohle scheint hier echt nicht so häufig zu sein. Was mich ein bisschen wundert, denn Kohle ist ja eigentlich mehr so ein Allerweltsmaterial. Also in Minecraft findet man ja Kohle wie Sand am Meer. Muss auch sagen, dass ich mich in Minecraft mehr auskenne als hier. Also es ist vielleicht gar nicht mal schlecht, dass wir das hier spielen. Ich mag auch mal neue Spiele ausprobieren, die ich noch nicht kenne. Ja. Das gibt, das lohnt sich. Das gibt. Wir essen mal den Lauch. Ein Schleim. Die Musik ist toll. Die ist echt genial. Die Minenmusik. Ich gehe mal davon aus, dass man diesen Soundtrack auch benutzen kann für Hintergrundmusik oder so. Also werde ich das vielleicht tun. Denn ich hatte ja beim letzten Happy Wheels Part, den ich vor Ewigkeiten gemacht habe, Musik aus Super Mario World genommen. Nintendo hat das nicht so gerne, wenn man ihre Musik benutzt. Nein, hat sie nicht. Hallo? Oh, nein! Oh Gott, was ist das? Ein Monster. Monster!
wo ist denn der Ausweg? Die Musik ist echt genial. Wow. Gefällt mir. Das ist echt ein guter Soundtrack. Ich wollte gar nicht rausgehen, aber ich musste. Oh well. Können wir irgendwas essen? Nein. Ah, mein Hund! Oh ja, Cola ist gut. Jo. Es gibt Energie. Hier kann man Sachen kaufen. Was? Okay. Dieses Schwert hat anscheinend überhaupt keinen Schaden, aber das hat noch mehr Schaden. Sneakers. Schlecht, man kann richtig Items kaufen. Hallo? Komm wieder, wenn du mir irgendwas zu zeigen hast, Junge. Ich kann dir was zeigen. Monster Attic Goals. 1000 Slimes. Dann kriegt man irgendwas geschenkt, ja. Ah, wenn man irgendwas hier abgearbeitet hat, kann man zu Gil gehen, okay. Hier irgendwas erforschen? Das sieht doch so leer aus hier. Hm, scheinbar nicht. Kann ich hier meine Slime-Beile verkaufen? Ja, okay. Gut zu wissen. Bye. Okay. Erforschen mal das Gemeinschaftszentrum und dann ein bisschen Smalltalk bei den Bewohnern machen. Und dann suchen wir unseren Hund. Oh, ich liebe unseren Hund. Jetzt schon. Es wäre natürlich besser, wenn es ein Shiba Inu wäre, aber ach, man kann nicht alles haben. Du pflanzt bestimmt ganz viele interessante Pflanzen in deiner Farm an, ha? Ja, aber kein Marihuana. Mach dir keine Hoffnung. Du Kiffer. 4000 Gold, Holz und Stein, okay. Unseres Sozial sagt, wir sind total kalt. Keiner schenkt uns Herzen außer Louis, der alte Knacker. Wie traurig. Gehen wir mal hier rein. Hier liegen Unterlagen. Da ist irgendeine schimmernde Platte, muss das sagen. Gruselig. Ich kann es nicht lesen. Hm. Ich kann es nicht lesen. Sehr mysteriös. Ist hier ein Mord geschehen? Müssen wir jetzt hier den Mord aufklären? Ist das wie Cluedo? Ein großer Safe. Und ein Ofen. Also wir haben unser Quest scheinbar erfüllt. Wir brauchen nur noch eine grüne Alge. Für wen nochmal? Für Willi. Hat jemand Geburtstag? Ah, ja! Vincent! Aber was soll ich ihm geben? Verdammte Axt, was könnte ein Kind denn mögen? Hier gibt es keine Schule, aber sie macht Heimunterricht, Homeschooling. Sie macht Homeschooling. Ja, soll ich nehmen? Was soll ich denn dem Vincent schenken? Verdammte Scheiße. Eine kaputte CD. Nein.
sind hier keine Blumen oder so. Oh, hi Elliot. Der Wald ist ein wunderschöner Ort. Warst du schon mal dort? Nein. War ich nicht. Okay. Wo ist denn jetzt schon wieder Vincent hin? Halt! Da. Ein Geburtstagsgeschenk? Ja. Jetzt habe ich zwei Herzen bei Vincent. What the fuck? Also ich finde, also scheinbar haben Geburtstage eine besondere Wirkung auf die Menschen. Als wenn man da irgendwie 10-mal so viele Punkte kriegt für soziale Sachen. Verrückt. Hi Shane. Ich habe keine Zeit mit dir zu reden, aber dann mache ich jetzt das Feuer aus. Er hat nie Zeit für mich. Er würde gerne, dass ich ihm den Ball werfe und er ihn fängt und dass man Football spielt, aber er denkt, dass ich nicht sehr sportlich sei. Es ist okay, wenn ich dir nur zugucke. Ich möchte mit dir Football spielen. Ja. Oh, er hat uns eine Absage erteilt. So ein Arsch. Ah. Und wer ist er? Achso, George. Alex ist mein Enkel. Habe ich dir schon erzählt? Ja. Hä? Sag schon. Ja, natürlich hast du es schon erzählt. Du. Also. Wir haben immer noch einen Tag Zeit, um eine grüne Alge zu fangen. Ob wir das schaffen werden? Friedhof? Oh, sie ist grufti, yo, ich mag das von da gerne. So eine Mischung aus Emo, Goth und Punk. Ja, ja. Nein, das mag ich überhaupt nicht gerne. Aber ich brauche auch noch Kohle, ich will meine scheiß Kupferstücke schmelzen. Aber ohne Kohle geht das nicht. Wie so vieles im Leben geht ohne Kohle nichts. Juhu. Komm schon, eine grüne Alge, los. Ich glaube an dich. Ja, ich glaube an dich. 3 Holz. Driftwood. Ein Fisch. Oh yeah. Cool, wir haben 2 Fische gefangen. Die wird theoretisch... Was war das denn? Die wir theoretisch hätten fangen können. Naja, wir gehen mal ins... die wir theoretisch essen können. Wir haben ihn gefangen. Vollidiot. Hey, was brauchst du? Nichts. Social Contact brauche ich. Er hat einen ganzen Eimer Milch verschüttet. Ich bin zu jung, um hier zu sein? Vergiss es, ich bin nicht zu jung. Pah. Oh, ich bin gerade gegen das Mikrofon gekommen. Ach man. Ja, mit so einem 20-Euro-Headset? Ist das Let's Play aufnehmen echt nicht so leicht? Ich meine, die Qualität ist besser, als ich erwartet habe. Aber trotzdem nicht gut. Die ist nicht schlecht, aber auch nicht wirklich gut. Versteht ihr, was ich meine? Aber wir haben 8, wir haben so viel. Aber kein. Kann man nicht
Mit Harz auf was anbrennen. Nee. Scheiße. Geh schlafen. Ja. Hundert Gold. Kikiriki. Und da sind wir. Sie haben Post. Meine Quellen berichteten mir, dass du im alten Gemeinschaftszentrum umhergesucht hast. Warum besuchst du mich nicht mal? Meine Kammern sind westlich des Forest Lakes, im Steinturm. Ich habe vielleicht Informationen über dein Rattenproblem. Ein Zauberer? Ich habe meine Lieblingsaxt verloren. Wenn du sie findest, bitte bring sie mir sofort wieder zurück. Von Robin. Okay. Wenn wir also eine Axt finden, dann... Ja, also unsere Quests sind immer noch Stall bauen, Level 40 in der Mine erreichen, den Zauberer treffen und Robins Axt wiederfinden. Ob wir Robins Axt wiederfinden werden, weiß ich nicht. Ich hoffe es aber jedoch. Aber was ich lieber haben würde, wäre ein bisschen Kohle. Um ehrlich zu sein. Was ist denn das hier? Von Opa? Oh. Wir sollen uns eine Rückkehr erwarten. Im dritten Jahr. Ich hab Kohle. Oh, ich hab Kohle. Schnell zurück zur Farm, los. Boah. Alter. Es lässt uns nicht wieder zurück zur Farm. Nein. Mit der Spitzhacke geschlagen. Tut mir leid. Tut mir leid, David. Ja, er liebt uns, ja. Isst du auch Radieschen? Hey, er läuft weg. Er mag kein Gemüse. Hi. Ja, wo gehst du denn hin? Ja, wo gehst du denn hin? Lass mich durch. Lass mich durch! Wir müssen gießen. Unser Hund eigentlich unsere Felder zerstören? Ich hoffe nicht. Das wäre ein bisschen mies. Müssen wir noch einen Zaun oder sowas bauen? Ja, du hast richtig gehört, ein Zaun. Pflanzen gießen ist toll. Wuff. Kann ich mit meinem Hund auch eine Beziehung führen? Nein. Okay. Besuchen wir den Zauberer. Wo ist der Zauberer? Im Westen, okay. Irgendwo ein Weg.
echt ein bisschen Kohle vertragen. Hallo, was macht ihr denn da? Ew, das stinkt. Warum ist es verschlossen? Ich möchte die Kanäle erkunden. Ich denke, Gunther hat den Schlüssel. Professor Gunther? Der Museumswärter? Oder der Museumschef? Warum denkst du, er hat ihn? Ich habe einen großen, rostigen Schlüssel aus seiner Tasche fallen sehen. So eine gruselige Tür wie diese hier braucht einen gruseligen Schlüssel. Da ist irgendwas in der. Nein, geh da nicht hin. Die Tentakel werden kommen. Das macht also diese komischen Geräusche. Verstehe. Jetzt waren wir gerade hier unten. Okay. Okay, dann gehen wir mal nach Westen. Zum Zauberer. Zu Rasputin. Zu David Copperfield. Ah, nur herein. Ich bin schon drinnen. Ich bin Rasmodius, der Sucher der arcane Wahrheiten. Arkanen Wahrheiten, keine Ahnung. Midiari zwischen physisch und ätherial. Ja. Meister der sieben Elemente. Bewahrer der Heiligen, du verstehst schon. Und du, Nitro-Corgi, der, dessen Ankunft ich lange vorhergesehen habe. Hier, ich möchte dir etwas zeigen. Pass auf, oder sieh her. Du hast so einen schon einmal gesehen, oder? Sie nennen sich die Unimos. Unimos. Mysteriöse Geister. Und aus welchem Grund auch immer, wollen sie nicht mit mir sprechen. Ich bin mir nicht sicher, warum sie ins Gemeinschaftszentrum eingezogen sind. Aber du brauchst dich vor ihr nicht zu fürchten. Du hast eine goldene Schriftrolle in einer unbekannten Sprache gefunden? Sehr interessant. Bleib hier. Ich werde sie mir angucken. Ich werde gleich zurück sein. Er hat einen Transmutationskreis gezeichnet. Ich habe die Schriftrolle gefunden. Die Sprache ist seltsam, aber ich konnte sie entschlüsseln. Wir, die Unimo, freuen uns, dir zu helfen. Im Gegenzug möchten wir Geschenke des Dorfes erhalten. Wenn du eins mit dem Wald bist oder mit der Natur, dann wirst du die wahre Message dieser Schriftrolle checken. Jo, du wirst sie kapieren, jo. Eins mit der Natur. Was meinen Sie wohl? Sniff, sniff.
Aha. Komm her. Mein Kessel blubbert mit Zutaten aus dem Wald. Baby, junge Farne, Moos, Grupp, Karamell, Pilze, Fliegenpilze oder so. Kannst du es riechen? Hier, trink was. Lass die Essenz des Waldes deinen Körper penetrieren. Lass ihn penetrieren. Entspann dich. Yo, der Typ ist so high. Smoke weed every day. Dieses Spiel ist, dieses Spiel verheißt den Drogenkonsum. Liebe Kinder, Drogen sind gut. Nehmt Drogen. Guckt euch das an. Ihr seht Bäume. Nehmt Drogen! Du hast die Macht der Waldmagie erhalten. Jetzt kannst du die wahre Message der Unimo-Botschaften entschlüsseln. Ja, toll. Nett. Ich glaube ja immer noch, dass wir einfach nur einen ordentlichen Joint geraucht haben, aber gut, wenn das Spiel meint, wir können jetzt eins mit der Natur sein, dann sei es drum. 1, 2, 3, 4, oh nein, ich habe mich verzählt. Ja, gut. Wie kann man sich bei 1, 2, 3, 4 verzählen? Kann man bei ihr hier Kohle kaufen? Achso, nur ihre Freunde können hier rein. Sind wir denn keine Freunde? Hallo. Ah. Cool. Brauchen wir alles nicht. Wir haben keine Tiere. Wir haben nur unsere Büsche. Unsere Pflanzen und unsere Büsche. Hat eigentlich jemand Geburtstag heute? Ich glaube nicht. Ich frage mich, ob ich Pia dazu bringen kann, mir heute Abendessen zu kochen. Der Saloon kann abends sehr lebhaft sein, ja, das sagtest du schon. Ich brauche einen Sonnenfisch, wenn es nicht zu inconvenient ist. Unpraktisch, keine Ahnung. Am 13. ist das Eierfest. Ah, wo können wir denn ihre Axt finden? Wo können wir denn Robins Axt finden? She was cutting wood south of Marnie's Ranch. Hier ist Marnie's Ranch. Und südlich von dieser Ranch hat sie Holz gehackt. Das heißt, dort muss ja die Axt irgendwo sein. Oh, Junge, das ist ein richtiges Quest, was wir hier haben. Eine Auster. Und eine Muschel. Noch irgendwas. Tschüss. Können wir jetzt hier nicht nach links gehen und dann in den Wald? Rein theoretisch. Was hält uns davon ab? Oh. Verstehe schon. Gemeinschaftszentrum wollen diese komischen Tiere Geschenke des Dorfes haben. Geschenke aus dem Dorf, aus dem Valley. Was könnten sie damit meinen? Vielleicht müssen wir einfach nur menschliche Opfer bringen. Ich wäre dafür, dass wir Shane opfern. So, hier hat sie Holz gehackt, meinte sie. Und hier hat sie ihre Axt verloren. In dieser Gegend.
vielleicht? Ist ein Baum. Und hier geht es weiter nach Süden anscheinend. Oh, was ist das denn? Inventory is full. Damn it. Das ist bestimmt nur Lauch. Wetten, das ist Lauch. Nein, das ist eine Frühlingszwiebel. Nice. Noch eine Frühlingszwiebel, eine gute Frühlingszwiebel. Essen. Wir verkaufen nur unsere eigenen Früchte. Wir sind doch keine... Hä? Wir sind doch jetzt hier, warum zeigt ihr das hier an? Keiner weiß es. Mann, liegt da viel Müll am Strand. Was ist das? Ist das die Axt? Das ist die Axt! Schmeiß die Scheiße weg! Schmeiß die Scheiße weg! Du hast die Axt. Das wird uns bestimmt ein bisschen Pussy bescheren. Was? Ich meine... Hi. Das wird uns bestimmt Dankbarkeit bescheren, meine ich. Aber irgendwas müssen wir als Gegenleistung bekommen. Es kann doch nicht sein, dass es jetzt einfach nichts gibt. Wenigstens eine Brust zeigen. So die Hälfte. Den Ausschnitt. Vergesst es. Vergesst es einfach. Wenn ihr denkt, das war ernst gemeint, dann vergesst es einfach. So, Robin. Wo ist sie hin? Wo ist Robin? Wo ist Robin? Sebastian! Er macht gerade Let's Plays, oder was? Ja, wo ist denn Robin? Verdammte Scheiße. Wer ist das? Robin! Hey, du hast meine Axt gefunden. Was für eine Erleichterung. Ich habe fast meinen Zeh abgehackt mit der anderen Axt, die ich benutzte. Danke. 250 Gold, yo. Versuchen wir noch einen Sonnenfisch zu fangen. Vielleicht schaffen wir das ja. Blup. Schnarch. Sandfisch. Nein. Eine Bream. Was soll ich denn mit einer Bream? Egal. Gehen wir schlafen. Und dann beenden wir den Part. 2 Tage pro Part macht sich besser, glaube ich. Ja, das macht sich besser. Weil ja auch alle 2 Tage bloß ein Part kommt. Ich halte mich an meinen Upload-Plan, Leute. Ich halte mich dran.
Ah. Ein. Oh, der Hund schläft. Okay, Leute, ich beende die Aufnahme. Wir sehen uns bald wieder. Tschüss.